Carparking Multiplayer ist kein friedvoller Ort. Vor allem wenn NutzersternchenInnen wie JuraBR glauben, sie seien etwas Besonderes. Wie üblich, und wie in einigen unserer nicht enden wollenden Serie, zeigte sich JuraBR aggressiv. In Folge 68 jointe er mit seinem zweiten Account, Micha, und beleidigte random User, hatte ein Fake-Auto von Bronson und benahm sich wie ein Kleinkind, droht aber andere mit Bann. Obwohl er die Situation zuvor selbst provoziert hat und seinen Beitrag leistete, dass die Lobby eskalierte. Er ist 40, aber im Geiste ist er maximal 10 Jahre alt. Auch behauptete er, wahrheitswidrig wie immer, er habe mit dem Entwicklerteam Olzhas Games vereinbart, dass die Entwickler niemanden aus BR blacklisten geschweige bannen würden. Die CPSC hat jedoch Informationen, dass die Entwickler in diesem jahrelang andauernden Konflikt zwischen CPSC und BR keine Handlungen mehr vollziehen möchten. Aus diesem Anlass vermeidet es die CPSC in Lobbys zu joinen, wo BR oder JuraBR anzutreffen sind. Aber wir müssen auch nirgends joinen, präsentiert JuraBR stolz wie Oscar in seinem TikTok-Livestream andauernd rechtswidrige Handlungen. Darunter immer dasselbe Thema, Echtgeldhandel mit urheberrechtlich geschützten Inhalten. So verkauft er und seine BR-Mitglieder Fahrzeugdesigns, ohne dass Jura und seine Mitglieder die ausdrückliche Erlaubnis von Olzhas Games haben. Seine Mitglieder verkaufen sogar Glitch-Cars. Glitch-Cars sind verboten, auch das ignoriert JuraBR und seine Lykaner vorsätzlich. Die CPSC konzentriert sich auf JuraBR. So haben wir gestern via Europol der Europäischen Union das Bayerische Landeskriminalamt eingeschaltet mit der klaren Aufforderung, JuraBR ausfindig zu machen, Ermittlungen anzustrengen und strafrechtliche Schritte gegen ihn einzuleiten. Denn TikTok selbst ist unfähig von Recht und Unrecht zu unterscheiden.